Bettina Rausch und ich dürfen jetzt in dieser Evolutionsnacht hier in der Mitte auf der Bühne begrüßen Maria Feichtinger-Koos. Herzlich willkommen. Liebe Maria, schön, dass du da bist. Schön, dass du deine Zeit verwendest und ins Mikrofon hineinsprichst. Ja, bin ich bemüht. Dass du deine Zeit investierst in den heutigen Abend und mitmachst bei diesem wichtigen Prozess. Du bist eine Persönlichkeit, ich darf das jetzt aus meiner Perspektive so sagen, die immer selber denkt und sich eine eigene Meinung bildet und gleichzeitig seit Jahrzehnten, obwohl man es dir nicht ansieht, in der Volkspartei und ihrem Umfeld aktiv ist. Und das hängt vielleicht sogar zusammen, weil die ÖVP dann doch auch ein Sammelbecken sein kann für Menschen, die eben selber denken, denen nicht eine Partei sagt, was sie zu denken haben, sondern die immer versuchen, der Partei zu sagen, was die Partei denken soll, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Du machst das alles. Ja. Und ich bitte dich, dich selbst noch ein bisschen genauer vorzustellen und dann komme ich zur Einstiegsfrage. Ich heiße Maria Feichtinger-Koos, bin 60 Jahre, verheiratet, habe 2 Kinder, 5 Enkelkinder, bin eine burgische Kroatin, bin 47 Jahre schon in Wien und auch 27 Jahre in der Politik, schon eine längere Zeit. Und ich bin noch immer gern dabei und arbeite noch immer gern dabei. Bettina, wie lautet unsere Einstiegsfrage nochmal? Magst du gleich selber sagen? Ich sag's gleich selber, ja. Ich mag die ÖVP, weil sie einfach eine christdemokratische Partei ist, weil sie offen für alle ist und weil sie einfach, was für mich ganz wichtig ist, auch vom Bürger Eigenverantwortung fordert und fördert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin in die Politik gekommen, es klingt banal, weil ich Semmel verteilt habe. Und das war im Bezirk, im 6. Bezirk war ich Bezirksvorsteher stellvertretend und der Bezirksvorsteher sagt, jetzt gibt es ein Bier, aber die Damen haben gesagt, nein, wir können kein Bier trinken, wenn wir nichts zum Essen haben. Dann habe ich das einfach hergegeben und bin da relativ schnell auch in die Politik gekommen. Was ich bei der Susanne Hallermeier gehört habe, ich bin relativ schnell Bezirksrätin geworden, bin dann 1987 Bezirksvorsteher stellvertretend geworden und Parteiobfrau und ich muss sagen, ich habe wirklich alles erreicht, was ich wollte und vielleicht hätte noch mehr sein können, aber weil ich einfach daran glaube, dass ich als Politikerin für den Bürger da bin. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das habe ich in der Politik, in der ÖVP gelernt. Das ist schön zu sehen, mit wie viel Werf und Engagement du das auch jetzt noch erzählst und wie du das auch ausstrahlst. Und du hast Eigenverantwortung genannt. Und ich denke, viele von uns wären nicht hier, wenn wir nicht selber gesagt hätten, da sind wir und wir wollen jetzt mitmachen. Das zeichnet uns bestimmt als ÖVPlerinnen und ÖVPler aus, dass wir da oft mehr Durchhaltevermögen brauchen, dass man uns nicht dreimal bittet, sondern dass wir da sind und anpacken wollen. Das ist sicher die Eigenverantwortung, die Funktionäre leben. Siehst du das ähnlich? Ich habe schon eine Kritik an der ÖVP und zwar hat es die Susanne Hallmer eh schon so ähnlich gesagt. Und zwar, ich finde auch, wenn man die Leute sucht, dass sie mithelfen bei der Wahl, muss man sie aufnehmen, nachher genauso und auch ihnen helfen beim Wahlkämpfen. Weil ich habe oft erlebt, dass die gekommen sind, Zettel in die Hand gekriegt haben und jetzt verteilt es. Ja? Und im Prinzip haben sie keine Zeit gehabt, das durchzulesen, was steht denn drinnen, was mache ich damit? Und dann kommt ein Bürger und sagt, was sagen Sie dazu oder wie ist das? Und derjenige, der das verteilt hat, hat gesagt, ja, es steht eh im Zettel drinnen. Das heißt, ich bin der Meinung, man sollte vorher die Wahlkämpfer auch schulen, ordentlich schulen. Und zwar nicht, indem sie schulen, dass man einen Vortrag hält, sondern dass die jetzt Fragen stellen an den Schulen, an den Vortragenden und sagen, was sage ich jetzt zu dem Bürger, wenn der zu mir sagt, warum ist das und das nicht oder warum ist das und das. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Da sind sie selbstsicher, dann strahlen sie das aus. Und ich glaube, dass die ÖVP dann auch richtig beraten ist, weil dann, wenn ein Bürger oder ein Mitarbeiter auf die Straße geht und der strahlt das aus, da wird sich der Bürger denken, aha, es muss doch was an der ÖVP sein. Und das ist, glaube ich, für mich das Wichtige, die Schulungen. Und was für mich auch noch ganz wichtig ist, ich bin eine burgische Kroatin, war bei einer Veranstaltung und sage, du, ich lebe jetzt schon seit 4 Jahren im 6. Bezirk und kein Mensch hat mich noch angesprochen, bin bei der Partei, bei der ÖVP in Burgenland tätig, kein Mensch hat mich noch ausgesprochen, ob ich jetzt mithelfe oder mitarbeite. Ich will ja nichts werden in Wien, sondern ich will ja im Burgenland was werden. Darum glaube ich auch, die Vernetzung wäre ganz, ganz wichtig, dass sie die Länder vernetzen. Ja, weil ich habe oft erlebt, wo ich denke, aha, wieso fragt mich keiner, warum? Naja, natürlich ist es auch eine Hold- oder Bringschuld, ja, keine Frage, aber ich finde wichtig, dass man einfach
den Menschen abholt, ihn sagt, was machen wir, und auch seine Stärken ausnutzt. Was so ganz wichtig ist, ich kenne Leute, die gehen nicht Zettel verteilen. Ja? Es macht ihnen keinen Spaß, sie wollen sich nicht hinstellen und Zettel verteilen. Das geht einfach nicht. Und ich finde, dann sollte man herausfinden, was haben die für Stärken. Vielleicht kann er telefonieren, vielleicht kann er was schreiben, vielleicht kann er was tun. Und ich glaube, man sollte einfach die Leute dort abholen, wo sie stark sind. Und das ist halt nicht immer Zettel verteilen. Mhm. Was ich da jetzt höre, ist, es geht halt darum, den Menschen als Menschen, als Individuum auch ernst zu nehmen, nicht ein Angebot für alle zu machen, sondern jeden und jede dort abzuholen, wo er und sie steht. Jetzt bist du selbst Funktionärin und du weißt auch, wenn man jetzt sagt, es geht zwar Qualität in der menschlichen Beziehung vor Quantität, dass trotzdem, wenn man 1000 Mitglieder zum Beispiel betreuen mag, braucht es auch entsprechend quasi Personal oder Menschen, die das tun. Wie kann das gelingen, zum Beispiel in einer Stadtpartei wie Wien, dass man zum Beispiel diesen konkreten Bekannten aus dem Burgenland abholt? Haben wir da die Strukturen dafür? Ja, schau, ich habe es jetzt mitbekommen. Ich habe es jetzt der JVB mitgeteilt, dass die jetzt da ist und dass sie gerne mitarbeiten würde. Das heißt, derjenige, der sowas hört und tut, einfach weiterleiten und nicht sagen, naja, ist schon gut, sondern der muss sich selber die Verantwortung haben und sagen, okay, da ist jetzt einer da, der würde mitarbeiten, der will das und das machen. Und da sollte man es auch abholen. Das heißt, es ist die Eigenverantwortung ist es. Wenn ich jetzt die ÖVP wähle und dabei sein will und sie auch weiter vertrete, dann muss ich als ÖVP-Mitglied oder als Sympathisant einfach das auch weiterleiten an die an jeweilige Ortspartei oder Bezirkspartei oder so weiter und so fort. Ein Plädoyer auch fürs Hinschauen und Mitmachen. Das passt ja gut zum Evolutionsprozess. Viele fragen uns ja, wie können wir was besser machen? Darum macht mir das also sehr viel Freude. Wir sorgen für Bewegung. Und für mich ist das ganz wichtig, und zwar, weil ich selber Bewegung mache als Lauftrainerin. Und damit auch sind wir bei dem Buch, wenn ich das richtig interpretiert habe. Ja, ich habe gewusst, wir haben Zeitmangel. Und zwar, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, sag den Satz noch fertig. Zur Bewegung. Ich glaube, dass wichtig ist, dass man in Bewegung bleibt und wenn die ÖVP immer in Bewegung bleibt und das auch einfach die Leute abholt, ich glaube, dann sind wir nicht schlecht beraten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt für unseren Bundesobmann ein Buch mitgebracht. Jetzt haben alle so wissenschaftliche Bücher oder irgendwelche gescheiten Bücher mitgebracht. Das ist auch wissenschaftlich. Und ich habe mir gedacht, es ist ganz wichtig für ihn, dass er gesund bleibt, dass er sich wohlfühlt in seinem Körper, weil er braucht viel Kraft, dass wir einfach wirklich die ÖVP wieder am Vordermann bringen. Und dann habe ich mein Buch mitgebracht und weil er wenig Zeit hat, habe ich ihm gelbe Zettel dazugegeben, damit er weiß, wo er lesen kann, nach einem längeren Sitzen, im Flugzeug, im Büro oder wenn er geht und steht, kann er gewisse Dehnungsübungen machen und das hilft ihm, gesund zu bleiben. Ich habe natürlich auch was gedacht, weil ich selber Seniorin bin, aber noch arbeite. Wir haben ein Buch Kopfnüsse herausgebracht mit der Frau Christine Mitterlechner, was auch sehr interessant ist, nicht nur für Senioren, sondern auch für Kinder. Wenn er mit Lust und Liebe, wenn er einfach ein bisschen was anderes machen will, kann er drin schmökern, kann auch Übungen machen. Ist das ein Rätselheft? Ein Rätselheft, ein Gedächtnistraining. Es ist alles drinnen, was man machen will und kann. Es ist sehr interessant. Meine Enkelkinder haben es auch schon gemacht. Und ich glaube, dass ihm das vielleicht, wenn er einmal wirklich ein bisschen Zeit hat, kann er sie reinschmökern. Also Kopfnüsse und Stretching wünschst du dem neuen Parteichef, damit ich es noch rausbringe. Tolle Buchempfehlungen hast du da. Du hast sie in die Kamera gezeigt. Danke für das Gespräch, für die Inputs, gerade auch aus der Praxis und für deinen Elan, mit dem du hinter dieser Bewegung stehst. Einmalig von dir kann man sich was abschauen, abkupfern in jeder Hinsicht. Vielen Dank, du bist ansteckend mit der positiven Einstellung. Danke. Danke fürs Dasein. Danke Maria. Danke. So, Applaus ist erlaubt. Und das kann er sich behalten. Vielen Dank.